Auf Süßigkeiten können viele Menschen auch während des Trainings und trotz eines entsprechenden Diätplans nur mit sehr viel Disziplin verzichten. Doch Leckereienliebhaber, aufgepasst! Wie das Männermagazin GQ berichtet, können 5 Süßigkeiten sogar die Muskeln beim Training wachsen lassen. Los geht's mit den kleinen bunten Jelly Beans. Diese Leckerei ist nämlich ein guter Energielieferant während des Trainings, denn Jelly Beans helfen sogar dabei, verdauliche Kohlenhydrate und Glucose zu liefern, die der Körper benötigt. Und was ist mit Salzbrezeln mit Schokolade? Dieser Snack soll sogar weitaus weniger Kalorien haben als eine Portion M&M's und schadet somit auch einer Diät nicht sonderlich. Auch wer nicht auf die beliebten Gummibärchen verzichten kann, hat Glück gehabt. Mit Gummibärchen schlägt man nämlich direkt 2 Fliegen mit einer Klappe. Sinnlicher Genuss für Leib und Seele und eine schnelle Erholung nach dem Fitnessstudio. Da sie schnell verdauliche Kohlenhydrate enthalten, sollen Gummibärchen sogar nach dem Workout dabei helfen, sich schneller zu erholen. Auch auf Süßigkeit Nummer 4 muss man nicht vollständig während einer Fitnessdiät verzichten. Fitness-Expertin Amy Goodson erklärte gegenüber Muscle und Fitness bereits, dass Zartbitterschokolade sogar die Trainingsroutine unterstützt, da sie organische Verbindungen liefern kann, die biologisch aktiv sind und als Antioxidantien wirken. Auch auf Gelatine muss man offenbar nicht verzichten. Gelatine liefert nicht nur das Kollagen für Haut, Haare und Nägel, sondern beschleunigt auch das Wachstum von Muskeln.